Kapitel 9 Italien, der Vatikan und der Faschismus. Die feindselige Einstellung der katholischen Kirche zum vorfaschistischen Italien. Der Vatikan verbietet den Gläubigen am politischen Leben in Italien teilzunehmen. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die rote Gefahr. Die Geburt einer katholischen Partei. Unsicherheit innerhalb der Kirche das erste Auftauchen einer faschistischen Partei, die Wahl des neuen Papstes Pius XI. Die neue Politik des Vatikans, die katholische Partei, wird fallen gelassen, die Allianz mit dem Faschismus, frühe geheime Verbindung des Vatikans mit dem faschistischen Regime, die ersten Früchte der neuen Allianz, der Vatikan befiehlt den führern der katholischen partei zurückzutreten um das faschistische regime zu stärken die endgültige auflösung der katholischen partei die verhandlungen über eine offizielle allianz zwischen der katholischen kirche und dem faschismus die lateranverträge der vatikan erhält den status eines unabhängigen freistaates das konkordat der Katholizismus wird die offizielle Religion des faschistischen Italiens. Der Vertrag über gegenseitige Hilfe zwischen Kirche und Staat. Streitigkeiten zwischen der Kirche und dem Faschismus. Die Kirche preist und unterstützt Mussolini. Die erste faschistische Aggression. Der Abessinenkrieg. Der Papst an der Seite des faschistischen Italiens. Die katholische Kirche ruft die Italiener auf die Aggression zu unterstützen, der Plan des Vatikans im Gefolge der faschistischen Legion die Abessinia zu bekehren, der spanische Bürgerkrieg, Mussolini die katholische Kirche in Italien und der Papst, Zianus Bakterienkrieg, der Tod Pius XI., die Wahl eines neuen Papstes Pius XII., die Vertreibung der Juden, der Überfall auf Albanien, der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, die Bemühungen des Papstes, Italien aus dem Krieg herauszuhalten, Mussolini tritt in den Krieg ein. Der Papst und die italienische Hierarchie unterstützen den neuen Krieg. Der Plan des Vatikans, dem Sturz Mussolinis zuvorzukommen und den Ausbruch einer Volksrevolution in Italien zu verhindern, die Verbündeten des Vatikans, die italienische Monarchie, Großbritannien und die USA. Erzbischof Spelman. Der Zusammenbruch des faschistischen Regimes. Der Erfolg des ersten großen Gegenzug des Vatikans nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Vatikan bereitet sich auf die Zukunft vor. Die Gründung neuer katholischer Parteien. Im Jahr 1922 soll während der Wahl des Papstes Pius XI. ein atheistischer italienischer Redner in einer großen Menschenmenge auf dem Platz vor St. Peter gesagt haben: Zitat: "Sieht euch an, wie viele Menschen hier sind. Aus aller Herren Länder sind sie gekommen. Woran liegt es, dass die Politiker, die die Nationen regieren, nicht das unermeßliche Gewicht." dieser internationalen Kraft, dieser weltweiten Glaubensmacht erkennen? Thieling, the Pope in Politics. Der Mann, der dies gesagt hatte, kam noch in demselben Jahr zu Amt und Würden. Er errichtete nach Grundsätzen, die dann vielen europäischen Ländern als Vorbild dienten, die erste faschistische Diktatur. Die Allianz zwischen Pius XI und Mussolini beeinflusste in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen nicht nur die soziale und politische Situation Italiens, sondern ebenso die der meisten anderen Länder Europas. Die Tatsache, dass der Faschismus in einem katholischen Lande geboren wurde und sein Weg gerade im Zentrum des römischen Katholizismus begann, war weder ein zufall noch eine laune der geschichte wohl waren verschiedene faktoren soziale und wirtschaftliche art dafür verantwortlich aber nicht zuletzt auch die beteiligung und die hilfe des vatikans bevor wir uns die weitere entwicklung ansehen wird es zweckmäßig sein die Bedienung zu untersuchen unter denen der faschismus entstand Hierzu ist es vor allem erforderlich, sich über die Rolle des Vatikans im sozialen und politischen Leben des vorfaschistischen Italien Klarheit zu verschaffen. Die Geschichte der Beziehung zwischen Staat und Vatikan im vorfaschistischen Italien ist, ebenso wie im Falle Spaniens, die Geschichte einer bitteren Feindschaft zwischen Staat und Kirche. Der Staat versuchte, die katholische Kirche in ihre Schranken zu weisen, Während die Kirche mit allen Mitteln danach strebte, die Privilegien zu behaupten oder wiederzugewinnen, auf die sie Anspruch erheben zu müssen glaubte. Es war der gleiche Kampf, den wir bereits in Spanien beobachteten und den wir in vielen anderen europäischen Ländern feststellen werden, der Kampf zwischen der katholischen Kirche und dem von Liberalismus. Und von den demokratischen Prinzipien des 19. Jahrhunderts getragenen Staat. Dieser Kampf nahm in Italien weit härtere Formen an als in jedem anderen Land, weil Italien seine nationale Einheit nicht erringen konnte, ohne die Besitztümer des päpstlichen Staates zu enteignen. Das italienische Volk war vor allem im Süd- und Mittelitalien gewohnt, dass die Kirche praktisch alle Lebensgebiete kontrollierte. In den päpstlichen Besitzungen war der Prozentsatz des Analphabetentums, der Unwissenheit und des Elends eine der höchsten in ganz Europa. Nach der nationalen Einigung Italiens machte sich die italienische Regierung daran, Ordnung im Lande zu schaffen und ließ sich dabei von den Grundsätzen des Liberalismus leiten. Sie säkularisierte das Erziehungswesen und die Presse, Verkündete Redefreiheit und Freiheit des religiösen Bekenntnisses und unternahm andere ähnliche Schritte. Die katholische Kirche bekämpfte jede dieser Maßnahmen mit ungewöhnlicher Schärfe. Sie erklärte allen Gläubigen, der Liberalismus sei eine Sünde und drohte jedem mit ewiger Verdammnis, der seine Stimme für den Säkularstaat erhob. Die Kirche bezog diese Haltung nicht nur wegen des säkulären Charakters des neuen Italiens, sondern auch wegen der Rechtsansprüche, die der Papst nach wie vor auf seine Besitztümer geltend machte. Deshalb waren der Staat und alle Italiener, die ihn unterstützten, Feinde der Kirche, solange der Papst nicht Mittelitalien und Rom vom Staat zurückerhielt. Aber das hätte die Einigung Italiens verhindert, von dieser Haltung ließ sich der Vatikan nicht abbringen, obwohl die italienische Regierung wiederholt ihre Bereitschaft erklärte, auf dem Verhandlungsweg die strittigen Fragen freundschaftlich zu klären. Hält man sich vor Augen, wann und wie die Kirche diesen unablässigen Krieg gegen den Staat führte, so muß man die Bedienung, die der Staat der Kirche anbot, mehr als großzügig nennen. Aber der Vatikan verfolgte mit seinem Stasen ganz andere Ziele. Er wollte dem neuen italienischen Staat fortwährend Schwierigkeiten bereiten und um ihm eines Tages zu beseitigen und an seiner Stelle das klerikale katholische Regime der Vergangenheit zu setzen. Der Vatikan erreichte dadurch, dass er die römische Frage offen ließ, wie es damals hieß, dass Millionen italienischer Bürger dauernd im Konflikt mit der Regierung und ihren Gesetzen gerieten. Diese von der Kirche künstlich erzeugte Opposition großer Teile des Volkes zu ihren Staat machte es den Regierenden unmöglich, sich auf ein Mandat der Mehrheit des Volkes zu berufen und drastischere Reformen im Rahmen des Säkularisationsprogramms durchzusetzen. Darüber hinaus verbot der Vatikan allen Italienern, sich aktiv am demokratischen Leben der Nation zu beteiligen und von ihrem neu erworbenen Wahlrecht Gebrauch zu machen. Pius IX. verkündete ein Non Expedit, das heißt, er untersagte den Gläubigen bei Strafe der Exkommunikation, sich an den Wahlen zu beteiligen. Da aber Millionen Italiener dem Befehl nicht Folge leisteten und die Kirche verließen, musste Leo XIII. 1886 eine neue Weisung erteilen, nach der es den Gläubigen nicht gestattet war, ihre Stimme abzugeben. Diese eklatante Einmischung des politische Leben des Landes war in Wirklichkeit nur ein verzweifelter Versuch des Vatikans, die Säkularisation Italiens zu behindern und die liberalen und alle anderen antiklerikalen und revolutionären Kräfte, die im ganzen Land immer mehr Anhänge fangen, zu schwächen. Der Vatikan hielt den anmaßenden Anspruch, den Italienern das Wahlen zu verbieten, auch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts aufrecht. 1905 wurde das Verbot etwas gemildert und in den Wahlen von 1904, 1909, 1913 traten erstmals katholische Kandidaten auf. Aber endgültig aufgehoben wurde der Bahn erst nach dem Ersten Weltkrieg. Der Vatikan tat dies keineswegs aus demokratischen Erwägungen, die veränderten Umstände und der Volkswille hatten ihn dazu gezwungen. Zu Tausenden hatte die Bevölkerung die Kirche verlassen. Insgesamt waren die antiklerikalen Tendenzen seit dem ersten Non Expedit hundertfach stärker geworden. Der Sozialismus. Und der Anarchismus hatten zu Beginn des Jahrhunderts auf der ganzen Halbinsel Fuß gefasst und vor dem Ersten Weltkrieg dort bereits beachtlichen politischen Einfluss gewonnen. Als durch Italiens Kriegseintritt Millionen Italiener in die Schützengräben und Fabriken geschickt wurden, nahm der Sozialismus am Einfluss zu, die unmittelbar nach dem Krieg Einsetzenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Unruhen trugen ebenfalls dazu bei, die Reihen seiner Anhänger rasch zu vermehren. Der Vatikan suchte verzweifelt nach Mitteln, die rote Flut einzudämmen. Die Bahnflüche des Papstes und die Predigten der Bischöfe und Priester reichten ebenso wenig wie die Ergebenheit der rückständigen Volksschichten aus, diese Bewegung Herr zu werden. Es musste etwas geschehen, was mehr der Zeit entsprach. So entschloss sich der Vatikan, wenn auch schweren Herzens, allen Katholiken die Teilnahme am politischen Leben zu gestatten und rief sie auf, sich in einer katholischen Partei zu organisieren. Diese Partei wurde von einem sizilianischen Priester, Don Sturzo, gegründet und geführt und nannte sich Partio Populare. Die neue katholische Partei entwickelte sich rasch und fand Anhänger in ganz Italien. Sie wurde eine beachtliche politische Macht, ein Gegengewicht gegen die Sozialisten, die im Jahre 1919 von 3.500.000 Wahlberechtigten 1.840.593 für sich gewonnen hatten. 1920 hatten die sozialisten in 2163 städten und dörfern die gemeindeverwaltung in ihrer hand die katholische partei die sich vor allem auf die ländlichen bezirke stützte wurde jedoch ein ernsthafter gegner der wachsenden revolutionären kräfte errangten die sozialisten obwohl sie sich gespalten hatten Stimmen und die Kommunisten dazu kamen Hunderttausende antiklerikal eingestellte Liberale, obwohl der Vatikan also ein politisches Mittel gefunden zu haben glaubte, mit dessen Hilfe er den Vormarsch der Linken unter Kontrolle halten konnte hatte er sich noch nicht entschieden, welche Politik er unter den gegebenen Umständen einschlagen sollte. Es gab zwei Strömungen, die eine befürwortete die Bekämpfung des Kommunismus auf politischem und sozialem Gebiet, die andere forderte drastischere Maßnahmen. Die Anhänger der zweiten Richtung schoben sich in den Vordergrund, als eine neue Partei die Szene betrat, Sie wurde von einem Ex-Sozialisten, Ex-Republikaner und Atheisten geführt, war militant, antisozialistisch, antibolschewistisch, antiliberal und antidemokratisch und predigte und praktizierte Gewalttätigkeiten im großen Stil. Ihre Anhänger waren meist Desperados, die sich in Banden organisierten, Sozialisten überfielen, mordeten und plünderten, Sie nannten sich Partito Fascista. Ihr Führer hieß Mussolini. Alle Elemente, die eine soziale Revolution fürchteten oder fürchten zu müssen glaubten, von den extremen Nationalisten und den Industrieherren bis zu den Mittelklassen, unterstützten diese Partei. Ein Kardinal beobachtete die neue Bewegung sehr aufmerksam sein interesse galt weniger ihrem programm der bewegung gehörten zahlreiche antiklerikale kräfte an als vielmehr ihrem charakter diese partei konnte die feinde der kirche mit waffen bekämpfen die die kirche selbst nicht anwenden durfte wollte sie nicht ihr gesicht verlieren mit den waffen der gewalt der name dieses kardinals war rati im Jahre 1922, als sich die sozialistische und die katholische Partei etwas gefestigt hatten und die zwei großen Parteien des Landes geworden waren, starb Benedikt XV., Kardinal Ratti, der das Auftreten der Faschisten mit so großem Interesse verfolgt hatte, wurde unter dem Namen Pius XI zum Papst gewählt. Pius XI. hasste den Sozialismus und hegte keinerlei Sympathien für die Demokratie. Mit ihm begann eine neue Ära in der vatikanischen Politik. Er unterstützte die faschistische Partei bereits von ihrem Marsch auf Rom. Pius XI. befahl die Auflösung aller katholischen Parteien, nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa, weil sie nach seiner Meinung den Sozialismus aufgrund der einfachen Tatsache nicht zerschlagen konnten, dass es in einem demokratischen Staat bestimmte politische Freiheiten gibt. Außerdem trafen täglich im Vatikan alarmierende Nachrichten über ein weiteres anwachsendes sozialistischen Bewegung in Italien und anderen Ländern ein. Neue, Drastische Maßnahmen schienen geboten, so kam es, dass der Vatikan, als die Koalitionsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen worden waren, die italienische Hierarchie am 22. Oktober 1922 in einem Schreiben aufforderte, sich nicht mit der katholischen Partei zu identifizieren, sondern neutral zu bleiben. Eine solche Weisung Konnte zu diesem Zeitpunkt nur den Sinn haben, die Koalitionsbestrebung der katholischen Partei zu hintertreiben. Das war die erste Tat des neuen Papstes. Sie war darauf gerichtet, dem Faschismus den Weg zu ebnen. Am 28. Oktober 1922 übernahmen die Faschisten nach der Farce eines sogenannten Marsches auf Rom aufgrund eines Angebots des König Viktor Emmanuel die Macht. Einige Monate später, am 20. Januar 1923, begann der Kardinalstaatssekretär Gaspari geheime Besprechung mit Mussolini. Der Kardinal machte den Handel zwischen dem Vatikan und dem Faschismus perfekt. Die katholische Kirche verpflichtete sich, das neue Regime zu unterstützen, indem sie die katholische Partei ausschaltete, die den Faschisten ebenso im Wege stand wie der Sozialismus. Als Gegenleistung verpflichtete sich Mussolini, dem viel an diesen Verbündeten lag, seine Politik der Vernichtung des Sozialismus fortzusetzen die Rechte der katholischen Kirche zu gewährleisten und sie auch sonst zu unterstützen, die römische Frage wurde bei diesen Verhandlungen ebenfalls berührt. Die erste Frucht der neuen Allianz war ein großer Dienst, den Mussolini dem Vatikan leistete. Die Bank von Rom, der hohe Würdenträger des Vatikans und der heilige Stuhl selbst Teile ihres Vermögens anvertraut hatten, stand vor dem Bankrott. Mussolini rettete die Bank. Das kostete den italienischen Staat ungefähr 1,5 Milliarden Lire. Als Dank dafür ertönten bald darauf aus dem Munde hohe Vertreter des Vatikans Lobsprüche zu Ehren des Faschistenführers. Am 21. Februar 1923 pries Kardinal Vanutelli, der Vorsitzende des heiligen Kardinalskollegiums Mussolini öffentlich Zitat, wegen seiner energischen Hingabe an die Sache seines Landes Zitat Ende, und erklärte der Duce sei Zitat, auserkoren die Nation zu retten und ihr Glück wiederherzustellen. Zitat Ende. Zur gleichen Zeit waren faschistische Banden dabei, Mitglieder der katholischen Partei zu überfallen und zu ermorden. Die katholische Partei rief auf, den Terror der Faschisten, dem auch katholische Priester zum Opfer fielen, Einhalt zu gebieten. Der Papst hätte keine Minute gezögert, den Zorn Gottes auf die Häupter der Mörder zu laden, wenn es Kommunisten gewesen wären. Da es aber die von ihm protegierten Faschisten waren, verhielt er sich still und äußerte nicht ein einziges Wort des Protestes. Ungerührt verfolgte der Papst den einmal gewählten Weg der Zusammenarbeit mit dem Faschismus. Im Frühjahr 1923 wollte Mussolini die Abgeordnetenkammer zwingen, eine Wahlrechtsreform zuzustimmen, die der faschistischen Partei künftig wenigstens zwei Drittel aller Stimmen gesichert und dadurch zur Ausschaltung des Parlaments geführt hätte. Ein Erfolg in dieser Frage wäre der erste Schritt zur Errichtung der offenen Diktatur gewesen alle demokratischen Kräfte voran Don Sturzo das haupt der katholischen partei und sieben katholische abgeordnete weigerten sich der vorlage zuzustimmen und bekämpften sie aufs äußerste dieser widerstand gefährdete mussolinis pläne eine diktatur zu errichten und brachte die neue vatikanische politik die darauf zielte den faschismus den weg zu einem autoritären staat frei zu machen in gefahr der Papst verlor keine Zeit. Wenige Wochen nach dem Aufflacken des katholischen Widerstandes am 9. Juni 1923 erhielt Don Sturzo vom Vatikan den entschiedenen Befehl, zurückzutreten und die Partei nach Möglichkeit sogar aufzulösen. Don Sturzo beugte sich dem Befehl, obwohl er anfangs entschlossen war, sich zu widersetzen, aber er war nicht nur der Führer der katholischen Partei, sondern zugleich katholischer Priester. Die katholische Partei wurde nicht sofort aufgelöst, war aber durch den Verlust ihres Gründers und Führers empfindlich getroffen. Das erste ernsthafte Hindernis der Faschisten auf dem Vormarsch zur offenen Diktatur war durch den Papst aus dem Weg geräumt worden. Unmittelbar darauf inszenierten höchste Vertreter der katholischen Hierarchie, vor allem jene, die die politischen Pläne des neuen Papstes kannten, eine schon ans enthusiastische Grenzende Propagandakampagne für Mussolini. Diese Kampagne erreichte ihren Höhepunkt als eine der Säulen der katholischen Kirche, ein Anhänger der neuen päpstlichen Politik in einer öffentlichen Rede, den Segen des Allmächtigen für die faschistischen Führer erflehte, sie mit Dank überschüttete, daß sie die Feinde der Kirche vernichtet hätten und den Ex Atheisten feierlich umarmte und ihm auf beide Wangen küßte. Kardinal Mistrangelo, Erzbischof von Florenz, am 19. Juni 1923 ein Jahr später wurde der Führer der Sozialisten, Matteotti, ein erbitterter Gegner Mussolinis, auf Weisung des Duce von Faschisten ermordet. Die Entrüstung im ganzen Land war so stark, dass das Regime dem Sturz nahe war, sämtliche Abgeordnete verließen aus Protest das Parlament und forderten vom König die Absetzung Mussolinis wieder eilte der vatikan dem faschistenführer zu hilfe als die sozialisten und die katholiken von neuem verhandelten um eine feste koalition gegen die faschisten zustande zu bringen warnte papst pius xi alle gläubigen vor einer allianz mit den sozialisten einschließlich deren gemäßigten flügel er erklärte, das Moralgesetz verbiete streng eine solche Allianz, jede Zusammenarbeit mit dem Teufel sei eine Sünde. Der Papst verschwieg dabei wohlweislich, dass in Belgien wie in Deutschland die Sozialdemokraten und die Katholiken mit Einverständnis des Vatikans seit Jahr und Tag zusammenarbeiteten. Um sein Zerstörungswerk zu vollenden, befahl der Vatikan allen Priestern aus der katholischen Partei auszutreten. Das bedeutete praktisch die Auflösung des Partito Populare, da in den ländlichen Bezirken, auf die sich die Partei vor allem stützte, die Pfarrer die Politik machten. Aber der Papst gab sich damit nicht zufrieden, er rief eine neue Bewegung ins Leben, die katholische Aktion, und unterstellte sie unmittelbar den Bischöfen. Offiziell war der katholischen Aktion streng untersagt, sich mit Politik zu befassen, richtige musste es jedoch heißen, es war ihr verboten, etwas zu unternehmen, was dem Faschismus schaden konnte, Papst Pius XI. forderte alle Katholiken auf, sich der neuen Organisation anzuschließen. Er veranlasste dadurch Hunderttausende die Reihen des Partitio Populare zu verlassen und setzte auf diese Weise die dezimierte Partei den pausenlosen Schlägen der triumphierenden Faschisten aus. Diese Taktik des Vatikans gegenüber der von ihm selbst gegründeten Partei dauerte von 1923 bis Ende 1926, also bis zu ihrer Auflösung durch Mussolini. Die faschistische Bewegung hatte erreicht, was sie von Anfang an erstrebt hatte, die Errichtung der Diktatur. Es war kein Zufall, dass Pius XI. und Mussolini gerade um diese Zeit die Verhandlungen begannen, die zum Abschluss der Lateranverträge führten. Der Vatikan und die neue Diktatur bedachten einander häufig mit öffentlichen Lobsprüchen. Die gelegentlichen Zwistigkeiten, meistens hervorgerufen durch Überfälle der Faschisten auf katholische Gläubige, konnten das Gute einvernehmen kaum stören. Die folgenden beiden Zitate mögen noch einmal zusammenfassend zeigen, wie die katholische Kirche zum Faschismus in der Zeit der Festigung seiner Diktatur Stellung nahm. Am 31. Oktober 1926 erklärte Kardinal Mary del Val öffentlich Zitat Mein Dank gilt auch ihm in Klammer Mussolini der die Zügel der italienischen Regierung fest in den Händen hält und der mit klarem Blick für die Realität wünschte und wünscht, dass die Religion respektiert, geehrt und ausgeübt wird, sichtbar von Gott beschützt, hat er weise die Geschichte der Nation zum Guten gewendet und ihr Ansehen in alle Welt gestärkt. Zitat Ende. Und der Papst erklärte am 20. Dezember 1926 vor der Weltöffentlichkeit, Zitat, Mussolini wurde uns von der göttlichen Vorsehung gesandt. Zitat Ende. Solche öffentlichen Segnungen durch den Papst, die dauernde Unterstützung durch den Vatikan, und vor allem die Hilfe durch die Liquidierung der katholischen Partei zu einem Zeitpunkt, als sie in der Lage gewesen wäre, Mussolini den Weg zur Alleinherrschaft zu verlegen, hatten es den Faschisten ermöglicht, die Diktatur zu errichten, die seit 1922 das Ziel der päpstlichen Politik war. Die Liberalen und die Sozialisten, die 1926 bei der letzten Wahl noch mehr als fünfzig Prozent alle Stimmen erhalten hatten, wurden verboten, ihre Zeitungen wurden unterdrückt, ihre Führer wurden verhaftet oder emigrierten, die Gefahr der roten Flut schien gebahnt, die Kirche hatte sich dank ihrer Allianz mit einem starken autoritären Regime in Sicherheit gebracht. Nachdem alle inneren Feinde vernichtet waren, gingen die Kirche und der Faschismus daran, ihre Beziehung weiter zu verbessern. Denn trotz der in der Praxis bereits bewährten Allianz machte es sich notwendig, die Interessensphären durch einen offiziellen Vertrag abzugrenzen. Häufig kam es noch zu Zusammenstößen zwischen Faschisten und Katholiken und zu antiklerikalen Demonstrationen, ein konkordat war am besten geeignet die atmosphäre zu reinigen dem papst lag aber an diesem punkt der entwicklung vielmehr daran die frage der päpstlichen besitztümer zu klären mussolini der bereits proklamiert hatte dass die religion zu respektieren sei war sowohl mit einem vertrag als auch mit einem konkordat einverstanden denn er saß trotz seiner erfolge noch nicht sehr fest im sattel Viele frühere Mitglieder des äh, Partio Popolare und viele einfache Gläubige misstrauten ihm und verweigerten ihm trotz der unmissverständlichen Weisung des Vatikans ihre Unterstützung. Man brauchte daher etwas, womit man an die Gefühle der Katholiken appellieren konnte, was wäre besser dazu geeignet gewesen als eine offizielle, feierliche Allianz zwischen Kirche und Staat, etwas, was die demokratischen Regierungen seit einem halben Jahrhundert nicht zustande gebracht hätten? Ein Vertrag und ein Konkordat konnten das Regime so stärken, dass es nur durch eine gewaltige soziale Revolution zu stürzen war. Sie mussten nicht nur zu einer inneren Festigung des Regimes führen, sondern auch das Ansehen des Faschismus und seines politischen Systems in der ganzen Welt heben. Die Verhandlungen begannen, nicht zufällig, nach der Auflösung der katholischen Partei im Jahre 1926 und wurden 1929 mit der Unterzeichnung der sogenannten Lateranverträge abgeschlossen. Wir haben über diese Verträge bereits im zweiten Kapitel gesprochen. Der Vatikan wurde durch sie als unabhängige und souveräner Staat anerkannt. Das faschistische Regime verpflichtete sich dem Vatikan als Entschädigung für die Enteignung der päpstlichen Besitztümer, die ungeheure Summe von 750 Millionen Lire zu zahlen und ihm fünfprozentige Obligationen im nennwert von tausend Millionen Lire zur Verfügung zu stellen. Die Lösung der römischen Frage wurde von der katholischen Kirche und ihren Gläubigen in der ganzen Welt begrüßt. Das Ansehen des Faschismus wuchs überall sprunghaft. Aber der Vatikan erreichte noch ein anderes, nicht weniger wichtiges Ziel. Er schloss mit dem italienischen Staat ein Konkordat, dass der katholischen Kirche Italiens alle ihre Rechte zurückgab, entsprechend der katholischen Lehre, dass der Staat und Kirche einander wie Leib und Seele ergänzen müssen und daher nicht getrennt sein dürfen. Der Katholizismus wurde zur Staatsreligion erklärt, in allen Schulen musste katholischer Religionsunterricht erteilt werden, die Lehrer durften ihr Amt erst nach Bestätigung durch die Kirche ausüben und nur solche Lehrbücher benutzen, die von der kirchlichen Stellen genehmigt waren. Die kirchliche Trauung wurde wieder obligatorisch, das Sakrament der Ehe wurde den Bestimmungen des kanonischen Rechts untergeordnet. Das bedeutete das Verbot der Ehescheidung. Die Geistlichkeit und die religiöse Orden erhielten staatliche Zuschüsse. Antikirchliche Bücher, Presseerzeugnisse und Filme wurden verboten. Kritik oder Beleidigung des Katholizismus waren strafbare Handlungen. Kurz die Kirche wurde wieder in ihre Stellung als absolute Glaubensmacht der Nation eingesetzt. Aber dem Vatikan genügte auch das noch nicht. Er untersagte allen Geistlichen, von denen eine Minderheit unter Führung des früheren Vorsitzenden der katholischen Partei nach wie vor dem Faschismus feindlich gegenüberstand, eine politische Partei zu unterstützen. Das machte es jedem Priester unmöglich, sich einer antifaschistischen Bewegung anzuschließen. Wenn man bedenkt, dass alle Geistlichen den unmittelbaren Befehl des Vatikans als eines Verbündeten des Faschismus unterstanden, so wird der Sinn dieser Vertragsklausel rasch klar. Fußnote: Als in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Zerschlagung des Faschismus wieder politische Parteien zugelassen wurden, befahl der vatikan allen katholiken sich aktiv am politischen leben des landes zu beteiligen die angst daß die sozialistischen und kommunistischen kräfte die macht erringen könnten war so groß daß der vatikan den bischöfen und priestern in ganz italien die order erteilte in ihren predigten allen gläubigen nicht nur zur erfüllung ihres wahlrechts anzuhalten sondern ihnen auch zu raten der neuen katholischen partei christlich-demokratische partei ihre stimme zu geben um den alten Feinden der Kirche, den Sozialisten und Kommunisten, eine Niederlage zu bereiten. Im März 1946 verabschiedete die italienische beratende Nationalversammlung den Artikel 66 des Wahlgesetzes, der den Priestern verbot, in der Kirche politische Angelegenheiten zu behandeln. Das war de facto nichts anders als der Artikel 43 des 1929 mit Mussolini geschlossenen Konkordats, der es jedem italienischen Geistlichen untersagte, eine politische Partei zu unterstützen. Was der Vatikan unter dem Faschismus gut hatte, erregte jetzt seinen Zorn. Pius XII. erklärt am 16. März 1946, dass die Geistlichkeit die Laien auch im zivilen Fragen die Fragen des Glaubens und der Moral einschließen, leiten muß. Und fuhr fort Es ist ein wesentliches Recht und eine Pflicht der Kirche, die Gläubigen im Wort und Schrift alles zu lernen, was den Glauben und das moralische Verhalten betrifft. Die Ausübung des Wahlrechts bringt eine schwerwiegende moralische Verantwortung in sich, insofern es bei der Wahl darum geht, jene zu wählen, die dem Land, seine Verfassung und seine Gesetze geben sollen. Der Osservatore Romano nannte den Artikel 66 des Wahlgesetzes, Zitat, offensiv, unfair, ungerecht und unnütz, Zitat Ende. Unter dem Druck der Christlich Demokratischen Partei wurde dieser Artikel faktisch aufgehoben. Trotzdem errangen bei den Gemeindewahlen 1946 die Christlichen Demokraten nur 1907 von 5640 Gemeinden die Mehrheit. Die Sozialisten und Kommunisten eroberten 1887 Gemeinden. In den Gemeinden, in denen aufgrund des Verhältniswahlrechts gewählt wurde, errangten die Katholiken 992.509, die Kommunisten 738.651 und die Sozialisten 734.120 Stimmen. Fußnote Ende. Andererseits erkannte das faschistische Regime die katholische Aktion an, deren, Zitat, Tätigkeit zur Verbreitung und Ausübung der katholischen Lehre außerhalb aller politischen Parteien und in unmittelbarer Abhängigkeit von der Hierarchie der katholischen Kirche zu erfolgen hat. Zitat Ende. Der Sinn dieser Klausel, die es der Geistlichkeit und der katholischen Aktion untersagte, an einer politischen Bewegung teilzunehmen, kam im Artikel 20 des Konkordats von 1929 unmissverständlich zum Ausdruck. Dieser Artikel enthielt den Treueschwur, den die italienischen Bischöfe dem faschistischen Staat zu leisten hatten. Er lautete, Zitat, »Vor Gott und seinen heiligen Offenbarung schwöre und verspreche ich anlässlich meiner Ernennung zum Bischof, dem italienischen Staat die Treue zu halten, ich schwöre und verspreche den König, und die Regierung, die entsprechend der verfassungsmäßigen Grundlage des Staates gebildet wurde, zu achten und sie von der mir unterstellten Geistlichkeit achten zu lassen. Ich schwöre und verspreche, dass ich mich an keinen Beratungen oder Übereinkünften beteiligen werde, die dem italienischen Staat und der öffentlichen Ordnung Schaden zufügen könnten, und ich werde auch der mir unterstellten Geistlichkeit nicht erlauben, daran teilzunehmen. Ich werde mich um das Wohlergehen und die Interessen des italienischen Staates bemühen und mich befleißigen, allen Gefahren entgegenzutreten, die ihn bedrohen könnten. Zitat Ende. Wie man sieht, unternahm der Vatikan alles, um die Geistlichkeit an den faschistischen Staat zu binden. Er war daran interessiert, die Bischöfe zu Kettenhunden des faschistischen Regimes zu machen. Die Kirche wurde die religiöse Waffe des faschistischen Staates, und der faschistische Staat wurde der weltliche Arm der Kirche. Der Vatikan erntete die Früchte seiner neuen Politik, die systematische Verfolgung seiner großen Feinde. Säkularismus, Liberalismus, Freimaurerei, Sozialismus, Kommunismus und Demokratie und die Wiedereinsetzung der katholischen Kirche in ihre Position als vorherrschende Glaubensmacht des Landes. Mussolini äußerte nach der Unterzeichnung des Konkordats Zitat: Wir billigen der katholischen Kirche den Vorrang im religiösen Leben des italienischen Volkes zu. Eine Tatsache die in einem katholischen Land wie dem unsrigen und unter der Herrschaft des Faschismus ganz natürlich ist. Zitat Ende. Gleichzeitig begann Mussolini mit Zustimmung des Papstes die katholischen politischen Zeitungen und Zeitschriften zu zensieren, da sich die katholische Presse nach dem Konkordat nur noch mit religiösen Angelegenheiten befassen durfte. Mussolini brustete sich öffentlich in den ersten drei Monaten nach dem Abschluß des Vertrages mehr katholische Zeitungen enteignet zu haben als in den sieben Jahren zuvor. Der Papst verkündete am 13. Februar 1929, alle Welt, Mussolini sei Zitat, von der göttlichen Vorsehung Zitat Ende, auserwählt sich mit ihm zusammenzusetzen er fügte hinzu die lateranverträge und das konkordat wären nicht möglich gewesen wenn nicht Zitat, auf der anderen seite ein mann wie der ministerpräsident gestanden hätte Zitat Ende. am 17. februar 1929 Applaudierte die päpstliche Aristokratie und Hierarchie anlässlich eines Empfangs im Vatikan, als Mussolini in einem Film auf der Leinwand erschien. Am 9. März 1929 erklärten die Kardinäle in einer Botschaft an den Papst, dass, Zitat, der bedeutendste Staatsmann, Ende. Italien Zitat im Auftrag der göttlichen Vorsehung Zitat Ende regiere. Zur Krönung des ganzen Befall der Vatikan allen Priestern zum Abschluss der täglichen Messe Zitat für den König und den Duze Zitat Ende zu beten. Eine engere Allianz zwischen Kirche und Stadt als die zwischen dem Vatikan. Und dem faschistischen Regime war kaum denkbar, trotzdem blieb auch dieses Verhältnis nicht ungetrübt. Da beide Kirche und Staat totalitär waren, gerieten sie trotz aller Übereinstimmung im Grundsätzlichen ernsthaft in Streit. Beide beanspruchten die unumschränkte und alleinige Kontrolle über bestimmte Gebiete des gesellschaftlichen Lebens, vor allem über die Jugenderziehung elfte behauptete, die katholische Kirche müsse aufgrund des Konkordats größeren Anteil an der Erziehung der Jugendlichen haben als bisher, und die katholische Aktion habe sich ausschließlich nach den Weisungen der kirchlichen Stellen zu richten, Mussolini aber wollte die Kontrolle über das Erziehungswesen und die katholische Aktion in seine Gewalt bringen. Der Streit nahm so ernste Formen an, daß Pius XI. die Enzyklika non Abbiamo bisogno, nur auf Umwegen außer Landes bringen konnte. In ihr verurteilte der Papst keineswegs den Faschismus, wenn es auch später immer wieder von der kirchlichen Seite beteuert wurde, er verdammte lediglich die Gewaltmaßnahmen der Faschisten gegen die katholische Aktion und die faschistischen Erziehungsgrundsätze, die darauf zielten, den Staat über alles zu stellen, auch über die katholische Kirche. In derselben Enzyklika dankte der Papst dem faschistischen Regime für alles, was es der katholischen Kirche gegeben hatte. Zitat, Wir werden uns immerfort dankbar an das erinnern, was zum Nutzen der Religion in Italien geschehen sei, selbst wenn die wohltaten die daraus der partei und dem regime erwuchsen nicht geringer ja vielleicht noch größer gewesen sind Zitat Ende. im weiteren gestand der papst er habe den faschismus in einem maß begünstigt daß manche erstaunt gewesen seien und den gedanken geäußert hätten der vatikan sei bei dem kompromiss mit dem faschistischen regime zu weit gegangen er schrieb dann Zitat, wir haben nicht nur von formalen und ausführlichen Verurteilungen Abstand genommen, sondern sind sogar zu der Überzeugung gelangt, dass Kompromisse möglich sind. Wir haben daher Kompromisse begünstigt, die andere als unannehmbar ansahen. Es ist nicht unsere Absicht, die Partei und das Regime zu verurteilen. Wir sind bestrebt, nur jene Dinge im Programm und in der Tätigkeit der Partei zu verdammen, die im Gegensatz zu katholischen Lehre und Praxis stehen. Zitat Ende. Pius XI. Enzyklika Non abbiamo bisogno, 1931. Der Papst gab zu dass die faschistische Eidesformel, weil sie den Lehren der Kirche widerspreche, verurteilt werden müsse, beschwichtigte aber zugleich das Gewissen jedes Katholiken, indem er erklärte, die Gläubigen sollten, wenn die Kirche auch den Eid verdamme, dem Duze doch Gefolgschaft schwören, Sie täten dies am besten so, dass sie den Eid mit der Reservatio mentalis leisteten, nichts Zitat, gegen die Gesetze Gottes und seiner Kirche zu tun. Zitat Ende. Die staatlichen Stellen, die den Eid entgegennehmen, wussten von diesem Zitat, geistigen Vorbehalt Zitat Ende, nichts. So Hunderttausende Katholiken ohne Bedenken dem Faschismus Treue und Gefolgschaft, da ihre höchste religiöse Autorität, der Papst, ihnen versichert hatte, sie könnten das ohne Gewissensbisse tun.